Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mentrup, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, heute gemeinsam mit Ihnen das diesjährige Karlsruher Verfassungsgespräch begehen zu dürfen und damit eine Veranstaltung, die man mittlerweile mit gutem Recht als eine Institution bezeichnen darf. Es entspricht langjähriger Tradition, dass der jeweils amtierende Präsident des Bundesverfassungsgerichts die Schirmherrschaft über dieses Forum des Gedankenaustauschs übernimmt. Und so darf ich Sie erstmalig heute sehr herzlich hier in Karlsruhe, der Residenz des Rechts, sowie zu Hause an Ihren Bildschirmen willkommen heißen. Die heutige Veranstaltung ist in mehrfacher Hinsicht eine ganz besondere. Sie ist zum einen besonders aufgrund ihres Datums. Morgen, am 23. Mai, feiert das Grundgesetz seinen 72. Geburtstag. Die Verfassung, die uns allen die längste Periode der Freiheit und der Demokratie in der Geschichte unseres Landes beschert hat. Es bedarf nur des Blicks auf die Biografien unserer Eltern- und Großelterngeneration, um sich bewusst zu werden, dass dies nicht selbstverständlich, sondern dass dies ein großes, ja ein historisches Glück ist. Für dieses Glück sollten wir dankbar sein. Und so erscheint es ebenso wichtig wie richtig, wenn wir die Verkündung unserer Verfassung mit einem Verfassungsgespräch begehen. Die Veranstaltung ist aber auch besonders aufgrund der Umstände, unter denen wir sie begehen. Seit über einem Jahr wird unser aller Leben maßgeblich von der Corona-Pandemie bestimmt. Und auch wenn wir zwischenzeitlich Licht am Ende des Tunnels wahrnehmen, müssen wir, die wir heute so gerne persönlich zusammengekommen wären, uns digital zusammenfinden. Gleichzeitig bildet die heutige, für uns alle in gewisser Weise noch immer neue Form des Festaktes, ein Sinnbild für unser gesellschaftliches Leben im Ganzen. Unser gesellschaftliches Leben findet anders statt als vor der Pandemie, aber es findet weiterhin statt. Und dies zeigt, dass unsere Gesellschaft auch schwierige Zeiten gemeinsam durchsteht. Wir befassen uns heute mit der Frage nach Macht und Ohnmacht der Polizei. Mit einer Frage, die zugleich Kernfragen einer jeden staatlichen Ordnung berührt. Die Abwägung von Freiheit und Sicherheit bildet gleichsam den dogmatischen Kristallisationspunkt der Freiheitsgrundrechte und die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols die notwendige Voraussetzung für die Friedenspflicht und das Selbsthilfeverbot, welches der Rechtsstaat seinen Bürgern auferlegt. Dabei sieht sich das Wirken der Polizei heute ganz neuartigen Herausforderungen ausgesetzt. Mit Sorge müssen wir etwa beobachten, dass in Teilen der Gesellschaft der Respekt gegenüber unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu schwinden scheint. Auch der Respekt vor ihrer körperlichen Unversehrtheit. Dies muss uns alle beschäftigen, denn jeder Angriff auf einen Polizeibeamten oder eine Polizeibeamtin ist zugleich ein Angriff auf unseren Staat und damit ein Angriff auf uns alle. Nicht minder muss es uns freilich beschäftigen, wenn innerhalb der Polizei teilweise Gedankengut Platz greift, das mit der Beamtenpflicht zum jederzeitigen treuen Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht in Einklang zu bringen ist. Denn ebenso wie der Staat für seine Polizei einzustehen hat, hat auch diese für ihren Staat und für unser Grundgesetz einzustehen. Es sei damit nur ein kleiner Ausschnitt dessen angerissen, was uns heute hier inhaltlich erwartet. Und ich möchte auch in der Sache nicht dem überaus hochkarätig besetzten Podium vorgreifen, auf dessen Gedanken ich ebenso gespannt bin wie Sie alle. Unsere Demokratie lebt vom Austausch der Meinungen und auf diesen Austausch der Meinungen freue ich mich nun sehr. Mein Dank gilt allen, ohne die die heutige Veranstaltung nicht möglich wäre, namentlich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Podiumsdiskussion, der Stadt Karlsruhe, der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe, dem Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik, der deutschen Sektion der Internationalen Juristenkommission, dem Förderverein Forum Recht, Frau Bundesverfassungsrichterin Pritz sowie Phoenix für die Ausstrahlung. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und uns allen ein anregendes Karlsruher Verfassungsgespräch im Jahr 2021.